meine Lieben, heute habe ich ein neues Video für euch und heute gibt es die Rossmann-Neuheiten. Ihr könnt euch wirklich drauf freuen, denn ich bin zum einen ganz pünktlich zu Beginn des Monats damit dran und es gibt diesen Monat so viele coole Neuheiten. Also wirklich, ich habe die ganze Zeit beim Recherchieren gedacht, oh, das klingt ja toll. Oh nee, das Produkt klingt eigentlich noch besser. Wundert euch nicht, dass noch einige Produkte dabei sind, die etwas älter sind, dadurch, dass ich ja einiges aufzuholen habe. Also ich möchte euch wieder komplett auf den neuesten Stand bringen. Und nächste Woche kommen die DM-Neuheiten, da könnt ihr euch auch schon drauf freuen. Also ich hoffe, ihr freut euch auch auf dieses Video und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß dabei. Wir starten mit der ersten Neuheit und die kommt von Alterra. Das ist ein neues Duschgel, so wird es mir zumindest angezeigt. Irgendwie dachte ich kenne es schon, aber das soll neu sein und mit Erdbeere. Und außerdem gibt es neu von Alterra diese Feuchtigkeitsgelperlen bzw. dieses Feuchtigkeitsperlengel. Also soll natürlich der Haut Feuchtigkeit verleihen. Von 8x4 gibt es drei sehr, sehr süße neue Deos. Also zumindest sind die vom Design her sehr süß. Das gibt es einmal mit dem Flamingo-Design, mit dem Einhorn-Design und mit dem Meerjungfrauen-Design. Dann habt ihr sowieso schon alle bestimmt davon gehört, dass es neue Belou-Produkte gibt. Einmal mit Kokosnuss, einmal mit Donut und einmal mit Fizzy Berry. Und dann gibt es noch zwei neue Duschschäume. Einmal den Duschschaum Coco Cocktail und außerdem Pink Melon. Von Burt's Bees gibt es jetzt auch zwei neue Lippenbalsame zu kaufen. Einmal den standardmäßigen Honig-Lippenbalsam und einmal ganz normal mit Bienenwachs. Dann gibt es ja seit neuestem, beziehungsweise vielleicht schon auch seit einem Monat ungefähr, die Chantu-Haarreihe im Rossmann zu kaufen. Einmal gibt es dazu ein Shampoo aus der Shea Butter Reihe, beziehungsweise das ist einfach ein reinigendes Shampoo. Ich glaube, alle Produkte sind mit Shea Butter. Dann gibt es so eine Coco Curl Cream, also die soll die Locken verstärken und die gibt es auch nochmal als ja, größere Variante, kleinere Variante, gleich große Variante, ich weiß es nicht, aber hat auf jeden Fall irgendwie fast genau den gleichen Namen. Und dazu gibt es ebenfalls ein passendes Kokosnussöl, das soll für Glanz und Halt sorgen. Dann gibt es ein Haargel, also so steht es hier drauf zumindest, das ist ebenfalls mit Shea Butter. Ich kann euch irgendwie die Produkte nicht so ganz einordnen, weil ich nicht so ganz den Überblick bekommen habe, wozu die jetzt wirklich sind. Dann gibt es aber nämlich noch ein weiteres Shampoo, das kann ich euch jetzt einordnen, das soll nämlich für Feuchtigkeit sorgen, also für strapazierte, trockene Haare. Und dann gibt es dazu auch, würde ich jetzt sagen, den passenden Conditioner und außerdem noch eine Kur, die für Stärke, also stärkeres Haar sorgen soll. Und außerdem dafür da ist, Hitzeschutz zu gewähren. Von Diadermin gibt es eine neue Tagescreme, die heißt Age Supreme und soll für tolle Ausstrahlung sorgen. Also ich glaube, das ist so eine Antifaltencreme. Und dann gibt es neue Duschgelsorten von Darf. Also zumindest habe ich euch die noch nicht vorgestellt in meinen Rossmann-Neuheiten. Einmal gibt es das Duschgel mit Avocado, dann mit Lavendel und einmal mit Reiswasser und Lotus. Blütenduft. Und dann gibt es noch zu dem Duschgel Lavendel auch eine passende Haarreihe. Also die ist wie gesagt auch mit Lavendel. Dazu gibt es dann ein Shampoo und einen Conditioner. Auch ganz neu jetzt sind die neuen Elvital Produkte. Die sind mit Kokosnuss und sollen für Schwerelosigkeit des Haares sorgen, obwohl sie halt Öl enthalten und das Haar wirklich verfeinern sollen bzw. ja, gegen trockenes Haar sein sollen. Sollen auch ohne Silikone sein und dazu gibt es ein Shampoo, eine Spülung und dann auch eine Kur. Des Weiteren gibt es ein neues Set von EOS mit zwei Lippenbalsamen und das sieht so aus. Von Fahr gibt es zwei neue Duschgele. Einmal dieses Flamingo Duschgel und einmal dieses Duschgel hier. Auch For Your Beauty hat diese Silikonschwämme rausgebracht. Die könnten jetzt wie gesagt auch schon etwas älter sein. Aber gibt es einmal in einer normalen Variante und einmal in einer Glitzer-Variante. Die habe ich jetzt nicht gefunden, aber kann ich euch auf jeden Fall sagen. Und von Garnier Fructis gibt es ja auch diese neue Kokosnussreihe. Die heißt ja Frizz Control, ist auch ohne Silikone und ist ebenfalls gegen trockenes Haar gedacht. Dazu gibt es dann ein Shampoo, eine Spülung und eine Kur. Und außerdem hat Garnier ja diese Wonder Mask rausgebracht, die irgendwie zwei Schritte beinhaltet und
dann Wunder mit den Haaren bewirken soll. Es gibt zwei neue Tuchmasken, die gibt es auch nicht mehr ganz so neu, aber schon noch neu. Einmal für fahle Haut und einmal für müde Haut. Von Glisscur gibt es wieder die Summer Repair Reihe. Die gab es letzten Sommer oder die gibt es wahrscheinlich jeden Sommer. Auch schon vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren. Die gibt es aber, wie gesagt, jeden Sommer neu. Und deshalb stelle ich euch die natürlich auch vor. Dazu gibt es ein Shampoo und eine Spülung. Und Isana hat ganz, ganz viele tolle neue Produkte rausgebracht. Ich beginne hier mal mit dem Body Gelee. Das riecht nach Orange und Minze. Dann gibt es ein neues Duschgel, das heißt Confetti Yeah. Riecht übrigens mega nach Gummibärchen, finde ich. Und dann gibt es 2 neue Duschgels. Die sind auch total süß. Auf die bin ich auch schon ganz gespannt. Und zwar gibt es das eine hier mit Marshmallow-Geruch und das andere soll nach Macarons riechen. Isana hat ebenfalls Duschschäume rausgebracht, beziehungsweise neue Duschschäume. Eins heißt Lemon Taste, soll natürlich nach Zitrone riechen. Und das andere hier heißt Rose Dream und riecht dementsprechend nach Rose. Dann gibt es eine neue Küchenseife von Isana, die nach Orange duften soll. Und außerdem ein weiteres tolles Produkt, beziehungsweise weitere tolle Produkte, auf die ich mich auch sehr freue, beziehungsweise die ich auch schon gesehen habe, sind diese Lip Balms hier, oder Lip Balms. Einer soll nach Cherry riechen, also nach Kirsche, der andere nach Strawberry, also Erdbeere, und dann einer nach Vanille. Für besonders sensible Lippen hat Isana jetzt auch einen neuen Lippenbalsam rausgebracht. Und außerdem gibt es einen Roll-On-Lippenbalsam, ein Roll-On-Lippenöl, das nach Erdbeere riecht. Weitere neue Seifen von Isana sind einmal diese pure Eleganz-Seife und dann diese Seife hier mit Lotusblütenduft und außerdem noch andere neue Seifen, die irgendwie ganz viele verschiedene Farben haben oder beziehungsweise 3 verschiedene Farben, wie ihr hier auf dem Bild seht. Ich habe die noch nicht entdeckt, weiß auch nicht, wonach die riechen, aber sehen auf jeden Fall schön aus. Isana hat außerdem ein Trockenshampoo rausgebracht, klingt interessant und soll nach Lemon Cheesecake riechen. Und außerdem gibt es auch ein neues Wasserspray von Isana. Also hier bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es das von Isana noch nicht gab. Und das gibt es auf jeden Fall jetzt neu. Eine limitierte Edition von Isana ist außerdem dieses Cooling Gel aus der Zauberei Limited Edition. Und dann gibt es noch eine neue Einhorndusche, die zwar in den Kinderbereich zählt, aber ich dachte, ich zeige sie euch, da es bestimmt noch einige Einhornverrückte gibt. Lavera hat eine neue Tagescreme rausgebracht mit Shea Butter und Mandelöl und außerdem ein neues Duschgel für empfindliche Haut. Empfindliche Haut scheint diesen Sommer irgendwie beliebt zu sein, dieses Thema, denn Lavera hat ebenfalls dafür auch einen Lippenbalsam rausgebracht, beziehungsweise hier natürlich eher für empfindliche Lippen. Dann gibt es von L'Oreal auch eine neue Tagescreme, die heißt Laser-Tagescreme oder so. Ist auf jeden Fall aus dieser Revital Lift-Reihe. Und von den Montagne Tuchmasken gibt es eine neue, die sieht so aus. Außerdem gibt es aus dieser Hello Nature-Reihe ja jetzt schon seit 2 Monaten ungefähr neue Produkte, also Haarprodukte sind das. Die zeige ich euch natürlich auch nochmal. Es gibt einmal ein Shampoo und eine Spülung mit Hanföl, die sollen für Schwung und Kraft sorgen. Außerdem ein Shampoo und eine Spülung mit Kaviar, da kann ich euch jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, wofür oder wogegen die sind. Dann ein Shampoo und eine Spülung mit Kokosöl gegen trockene Haare und außerdem ein Shampoo und eine Spülung mit Marulaöl für Schimmer und Glanz. Von Nivea gibt es ja auch neue Duschschäume, einmal mit Lemon und einmal mit Raspberry. Und Palmolive hat ja ein Coconut Joy Duschgel rausgebracht, was logischerweise nach Kokosnuss riecht. Außerdem gibt es von Palmolive eine neue Seife. Das soll eine Familienseife sein. Ich kann mir vorstellen, dass sie deshalb vielleicht etwas größer ist. Und die riecht nach Honig. Und dann hat Rival de Loup ein neues Creme-Peeling rausgebracht. Also das soll die Haut natürlich ganz besonders reinigen. Und außerdem gibt es auch eine neue kleine Kokosmaske von Rival de Loup, die ebenfalls für die Haut gedacht ist. Sante hat sich jetzt auch bei Rossmann ein bisschen vergrößert vom Sortiment her. Es gibt dieses Feuchtigkeitsshampoo und die dazu passende Feuchtigkeitsspülung. Dann gibt es noch ein Jeden-Tag-Shampoo, auch in Familiengröße sozusagen. Und dann unterschiedliche kleine Hautartenreihen sozusagen. Einmal eine Feuchtigkeitsreihe mit Aloe Vera und Chiasamen. Und dazu gibt es ein Gesichtswasser, eine Maske bzw. ein Soft-Peeling, eine Reinigungsmilch und ein Waschgel. Es gibt eine Reihe, die gegen Falten wirken soll. Dazu gibt es eine Augencreme, ein Fluid, eine Maske und eine Tagescreme und eine Nachtcreme.
Außerdem gibt es die Anti-Stress-Reihe, die ist mit Mandelöl und Vitamin F. Und dazu gibt es ebenfalls eine Tagescreme und eine mattierende Pflege und außerdem eine weitere Maske. Und zu guter Letzt gibt es noch die Feuchtigkeitsreihe mit Shea Butter. Dazu gibt es eine passende Augencreme, eine Maske, eine Tagescreme und auch wieder eine Nachtcreme. Shavens hat zwei neue Masken rausgebracht. Einmal diese Kokostraummaske und außerdem die Multimasking-Maske. Die gibt es auch schon etwas länger und die ist für die T-Zone, die Augenpartie und die Wangen gedacht. Sebamed hat ebenfalls eine neue Dusche rausgebracht, eine Duschcreme mit Limette. Und dann habt ihr vielleicht auch schon einen Aufsteller bei euch im Rossmann entdeckt mit den Star Trek Parfüms. Den Plural von Kosmetika zu bilden, finde ich super schwierig. Aber gut. Auf jeden Fall gibt es dieses Parfüm hier für Frauen und dann gibt es auch noch zwei für Männer. Trackle Moon hat auch neue Produkte, beziehungsweise nicht neue Produkte, eher Sets rausgebracht, die ich euch mal zeigen möchte. Es gibt diese Duschgel-Kombination zu kaufen mit Raspberry, Kokosnuss und Ingwer. Dann gibt es die neuen Haarparfümsorten natürlich, einmal mit Minze und mit Rose. Es gibt diese Kombination zu kaufen mit dem Lemonade Days Duschgel und dem dazu passenden Peeling. Dann gibt es die Raspberry-Kombination mit Duschgel und, wie heißt es, Bodylotion zu kaufen. Und das gleiche gibt es auch nochmal in der Strawberry-Kombination, also Erdbeer-Kombination, ich vermische hier Englisch und Deutsch die ganze Zeit, mit Duschgel und Peeling. Von den Victoria's Secret Produkten gibt es eine neue Bodylotion, die nach dieser Geruchsrichtung Sheer Love, also von den Bodysprays, riecht. Und außerdem zwei neue Bodysprays, einmal das Exotic Bodyspray und dann das Love Addict Bodyspray. Die Marke Wellness and Beauty hat eine neue Reihe rausgebracht, die mit Aktivkohle versetzt ist. Dazu gibt es ein Dusch- und Badegel und ein passendes Körperpeeling. Und außerdem habe ich euch diese Produkte auch schon alle auf Instagram gezeigt, in meiner Insta-Story. Und zwar hat Zoella neue Produkte rausgebracht aus der Jelly and Gelato Reihe oder so heißt die. Es gibt dazu ein Bademilchpulver zu kaufen, dann ein Badesalz oder Badekristalle, wie auch immer. Ein Body Pudding, der das, die, dieses Produkt soll richtig gut riechen. Ein Body Scrub, ein Body Spray natürlich, zwei Duschgel-Varianten und einmal dieses Shaker-Duschgel. Und zu guter Letzt noch eine Kosmetiktasche. So meine Lieben, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr über einen Daumen nach oben von euch freuen. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss.